So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartakus und ich habe mir heute Verstärkung mitgebracht für das Spiel Living Forest, nämlich die Nira. Sag hallo. Das Spiel selbst, Living Forest, ist von Aske Christiansen mit Grafiken von Apolline Etienne, erschienen bei Ludonaut in Frankreich. Die Anleitung ist leider nicht auf Deutsch verfügbar, sei denn jemand hat sich schon freiwillig übersetzt, aber offiziell gibt es auf Französisch und Englisch. Ich habe hier die englische Variante, habe mir das aus UK schicken lassen. Hier in Deutschland findet ihr es wahrscheinlich nicht. Die Anleitung ist nicht sehr kompliziert. Es gibt natürlich ein paar Dinge, die man beachten muss, aber so schwierig ist das Spiel nicht. Was ich euch noch zeigen möchte, ist wirklich das wunderbare Artwork von Apolline Etienne. Ihr seht hier die Spielersymbole. Wir spielen heute zu zweit. Die beiden anderen Tableaus zeigen wir euch später vielleicht nochmal. Aber es geht hier um eine wunderschöne Landschaft und Artwork von Tieren, die wir haben. Grundstory des Spiels: Wir sind Waldgeister und in der Mitte, in der Mitte hat der böse Geist Onibi Feuer entfacht und möchte uns durch Feuer zerstören. Und der gute Geist Sanki möchte mit uns gemeinsam das verhindern, beziehungsweise wir als Waldgeister möchten Sanki dabei unterstützen und nicht nur gemeinsam das Feuer im Zaum halten, sondern auch der beste Waldgeist werden. Und das heißt, wir spielen nicht kooperativ, sondern gegeneinander. Wie tun wir das? Wir haben ein Starterdeck aus 14 Tierkarten, aus Schutztieren, die wir haben. Das ist für jeden Spieler identisch, dieses Deck. Und die geben uns gewisse Ressourcen. Mit diesen Ressourcen können wir Aktionen durchführen, die da heißen, wir können das Feuer begrenzen und löschen. Wir können uns Baumplättchen kaufen, die wir hier auslegen können, was uns wieder weitere Bonusmöglichkeiten freischalten kann. Und wir können uns weitere Schutztiere anlocken in unser Deck, also unseren Deck aufbauen. Es gibt allerdings keine Möglichkeiten, sein Deck zu reduzieren, also es ist kein echter Deckbuilder in dem Sinne. Wir werden das euch zu zweit hier vorspielen. Die einzelnen Details der Regel werden wir dann erklären, wenn es jeweils dazu kommt, auch wie die Rundenwertung hier im Kreis läuft. Wichtig zu wissen ist, man kann sich im Kreis bewegen. Wenn man einen Spieler überspringt, kann man sich eines seiner Siegesplättchen, die er dort liegen hat, dann klauen. Das kann dann schon mal hin und her rotieren, das Ganze, wenn man sich gegenseitig mehrfach überholt. Wie gewinnen wir das Spiel? Da spielt die Zahl 12 eine Rolle. Wenn wir 12 unterschiedliche Baumplättchen hier liegen haben, das mittlere Startbaumplättchen zählt mit dazu und auch dieses Siegplättchen zählt mit dazu. Jeder beginnt also mit 2 unterschiedlichen Baumplättchen. Die anderen können, wie gesagt, gekauft werden. Eine Möglichkeit zu gewinnen. Die zweite Möglichkeit ist, wenn wir 12 Feuersymbole, Feuermarker bei uns haben, wenn wir nämlich ein Feuer gelöscht haben, bekommen wir dieses Symbol zu uns. Wenn wir davon 12 haben, egal welchen Wert sie haben, haben wir ebenfalls, lösen wir das Spielende aus und können damit gewinnen. Und die dritte Möglichkeit ist die Zahl der heiligen Blumen. Auch hier seht ihr ein Siegesplättchen mit einer heiligen Blume abgebildet. Wenn insgesamt nach dem Ende einer Aktionsrunde immer, wenn dann 12 Plättchen in der Summe 12 heiligen Blumen ausliegen, haben wir ebenfalls gewonnen. Und auch die können wir sammeln. Ihr seht hier am Rand zum Beispiel Bonuswertungen. Wenn wir diese Reihe mit Bäumen vollpflanzen, dann haben wir immer 2 weitere heilige Blumen, die mitzählen zu der einen, die wir schon haben. Ein Feuer haben wir, 2 Baumplättchen haben wir, damit legen wir los. Und das Rennen geht also über mehrere Runden hinweg. Zwischen den Runden, jeder Spieler hat 2 Aktionen nacheinander. Dann wird die Runde bereinigt, aufgeräumt sozusagen. Und dann geht die nächste Runde los und das geht so lange, bis irgendjemand eine dieser 3 Siegbedingungen auf 12 gebracht hat. Dann wird geschaut, hat noch jemand anders eine Siegbedingung, irgendeine andere oder die gleiche, ist völlig wurscht, auch auf 12 oder höher gebracht und dann wird gegebenenfalls zusammengezählt an Punkten oder ansonsten gewinnt der Einzige, der eben eine Siegbedingung erfüllt hat. Was noch eine Rolle spielen kann, sind hier die Fragmente, die in der Mitte liegen. Die bekommen wir gegebenenfalls, wenn wir hier uns im Kreis bewegen oder im Bonusfalle hier bis hierhin uns mit Setzlingen und mit Bäumen weiterpflanzen können. Hier liegen noch Feuerwarane in der Mitte. Das sind, die blockieren uns ein bisschen, indem sie uns in der Zahl der Aktionen gegebenenfalls einschränken. Aber hier die Marktauslage, um die geht's.
und um unser Tableau hier mit den Baumplättchen. Wir beginnen das Ganze, indem wir gleichzeitig auslegen von unserem Deck beliebig viele Karten. Allerdings müssen wir aufpassen, ich habe jetzt schon zwei Karten hier liegen mit Einzelgängersymbolen drauf. Wenn ich eine dritte aufdecke, habe ich nur noch eine Aktion. Ich tue das trotzdem. Habe ich Glück, ich nehme noch eine. Und schwupp, habe ich nur noch eine einzige Aktion. Ich kann diese Karte auch nicht deaktivieren oder neutralisieren, weil ich kein Fragment habe, mit dem ich das machen könnte. Dann müsste ich diese Karte jetzt ablegen. Aber das kann ich nicht. Ich bin jetzt eingeschränkt auf nur eine Aktion und starte einfach mal los. Ich habe drei Sonnen, für die ich mir hier aus der Auslage Tiere beschaffen könnte. Ich habe zwei Wasser, für die ich Feuer löschen könnte. Ich habe sogar 1, 2, 3, 5 Setzlinge, für die ich ein Baumplättchen kaufen könnte. Ich habe tatsächlich vier attraktive Möglichkeiten. Und ich werde mir den Igel holen. Für die drei Sonnen. Der kommt jetzt im Gegensatz zu vielen anderen Deckbildern direkt oben auf meinen Karten-Nachziehstapel und wird als nächstes dann auch aufgedeckt. Damit bin ich mit meiner einen Aktion, die ich nur habe, leider, bin ich durch. Ja. Du bist dran. Und ich habe zwei Aktionen, weil ich nur zwei Einzelgänger-Symbole aufgedeckt habe. Und ich habe 5, 6 Sonnen, für die ich mir diese Schlange, Kobra, ja, was auch immer das ist, eine Kobra holen werde, die auch oben drauf kommt. Und dann habe ich 1, 3, 4 Setzlinge, für die ich mir diesen Baum holen werde, der nach hier kommt. Okay. Das waren zwei Aktionen. Genau. Ihr habt gesehen, die Auslage wird nicht nachgefüllt zwischen zwei Spielern. Das hat einen besonderen Grund, denn jetzt am Ende der Aktionsphase, wir können jetzt mal zählen, ich habe eine Blume liegen, zwei, das reicht natürlich noch lange nicht bis zur 12. Bei Nira liegt eine, zwei, minus eine sogar. Zwei. Also zwei Blumen liegen auch. Das bringt nichts. Feuermarker haben wir auch nicht wirklich viel. Wir haben nicht gelöscht. Deswegen müssen wir jetzt mal checken. Wir haben ein Problem. Nein, haben wir nicht. Doch, ich. Hier liegen zwei Wasser. Zwei Feuer. Entschuldigung. Ich habe zwei Wasser. Damit bin ich geschützt. Ich habe nur ein Wasser. Du hast nur ein Wasser. Das heißt, dir entsteht Schaden und du bekommst Schaden. In dem Falle so viel wie Feuermarker hier drin liegen. Das ist eine Feuerwarankarte. Die kommt auf die. Das müsste ich checken. Müsste ich nach hier. Die kommt in die Ablage. Ich checke das aber mal. Das ist die erste Feuerwarnkarte, die jemand im Spiel. Das erste Mal, dass wir es in unseren Spielen, die wir bisher hatten, so bekommen. Ne? Discard Stack, genau, auf den Ablagestapel. Sehr gut. Jetzt kommt, und deswegen sind diese Lücken frei geblieben, ein Zweierfeuer und ein Dreierfeuer hinzu. Und die Auslage wird jetzt aufgefüllt. Jetzt liegt hier in der Mitte schon richtig viel Feuer und wir sollten echt mal anfangen zu löschen. Wenn man Wasser hätte. Damit kommt die Auslage jetzt auf die Ablage und wir ziehen weiter. So. Hast du es bald? Seht ihr das noch? Ich lege jetzt einfach mal hier runter. Ich schiebe das mal ein bisschen. Die Reihenfolge der Karten spielt keine Rolle. Hier rechts ist noch der Lux zu sehen. Ich könnte jetzt noch eine Karte ziehen. Ich denke aber, das sollte... Ich ziehe noch eine Karte. Ja, das reicht jetzt aber auch. Glaube ich. Aber der Startfehlermarker hat gewechselt. Du bist dran. Ich habe jetzt natürlich sehr viel Auswahl. Erstmal für die 4, 7... Sonnen hole ich mir, ich glaube, den Biber. Mhm. Löschen kann ich nicht. Oh ja. Ich kann keine Setzlinge. Ich habe nämlich nur zwei, also keine Bäume holen. Das heißt, ich bewege mich hier im Kreis um ein und nehme so ein Fragment. Ich wollte auch schon gerade X-Marker sagen. Archenova lässt grüßen. Ja. Wir haben bei mir hier eine ganze Menge Karten liegen, aber letztlich nicht sehr viele Optionen. Wir zählen mal bei den Setzlingen nach.
2, 3, 5, minus 1 sind 4 Setzlinge. Wasser habe ich 1, 3, 4. Dort liegen in der Summe 7 Feuer. Was haben wir noch? Wir haben noch 1, 2, 2 Symbole im Kreis. Und wir haben 3, 6, 7, 5, 7, 9 Sonnen. Tja. Ich werde das auf jeden Fall löschen, weil dich das sonst auch beeinflusst. Ich werde auf jeden Fall löschen. Aber als erste Aktion werde ich mir jetzt, ich glaube, wir haben dieses Mal viel mit Feuer zu tun. Ja. Irgendwas bringt mich dazu, das zu denken. Dann werde ich mir das Schnabeltier kaufen für 9 Sonnen, die ich hier gerade so habe. 3, 6, 2 weg, 2 hin und noch 3 dazu sind 9. Das Schnabeltier kommt auf meinen Kartendeck. Und ich werde mir für... War das klug? Ich hoffe. Ich werde löschen. Ich habe 4 Wasser. Und für 4 Wasser lösche ich genau die beiden Feuermarker hier, die zusammen 4 ergeben. Damit sind wir fertig. Es entstehen 3 Feuer. Ich habe 4 Wasser. Du hast aber nur 1. Das heißt, du bekommst wieder eine Feuer. Wenn ich die aber einmal aufgedeckt habe, kommen die wieder zurück oder bleiben die jetzt für immer in meinem Deck? Das checken wir. Es kann sein, dass die für immer in deinem Deck bleiben, bis du sie mit einem Fragment wieder rausnimmst. Aha. Wir checken. Genau, sie bleiben drin und mit einem Fragment kannst du sie, wenn du sie ziehst, neutralisieren und damit kommen sie dann wieder zurück. Das ist gut zu wissen. Das heißt, ich sollte auf Fragmente gehen, weil ich schon 2 Feuerbarane habe. Ja, zum Beispiel. Ganz genau. Mir selbst passiert nichts, aber es kommt Feuer nach. Nämlich 2 Dreierfeuer kommen nach und das wird jetzt richtig heftig. Ja. Der Startspielermarker wechselt. Hier werden neue Tiere abgezogen. Gedeckt. So, jetzt kommt mein Schnabeltier mit 3 Wasser. Ich kann nicht weiter aufdecken, weil ich das nicht riskieren möchte. Und du hast ein Fragment, das könntest du vielleicht Muss doch. Ich. Okay, immerhin. Also du kannst 1 löschen. Das Fragment hebe ich mir für einen Feuerwaran auf. Mhm. Ich kann auf jeden Fall auch 1 löschen. Ich möchte aber gerne noch weiter löschen können. Noch nicht ganz. Ich muss aufhören. Aber ich habe eine Idee. Du fängst an. Ich fange an. Ich habe 1, 3, 4, 6 Setzlinge. Für die 6 Setzlinge kaufe ich mir ein Baumplättchen, nämlich dieses hier, lege das hier hin. Und habe jetzt sofort 2 Wasser mehr. Die 2 Wasser mehr helfen mir. Ich habe 3, 4, 5 Wasser hier liegen, plus die 2 sind 7. Das sind auf jeden Fall mehr als 6. Das heißt, ich kann als zweite Aktion für 6 löschen. Und damit bin ich fertig. Du bist dran. Und ich habe 3 Wasser liegen, damit kann ich auf jeden Fall das löschen. Ja. Und ich habe 7 Sonnen. Ich glaube, ich sollte mir kein weiteres Tier holen, was ein Einzelgängersymbol ist. Ich glaube, der Frosch könnte ganz hilfreich sein. Ja, sehr gut. Also, es entsteht kein neuer Schaden, aber es kommt ein Dreierfeuer nach. Jetzt wird die Auslage nachgezogen. Nächste Runde. Startspielmarker wechselt. So, jetzt kann ich mischen. Uh,
riskierst. So, zack. Damit bin ich blockiert. Ich habe nur eine Aktion. Hier kann ich noch. Bei dir kommen sehr viele Karten zum Vorschein. Die blockiere ich, neutralisierst damit sie, die genau. direkt weg ist ja. und aus meinem Deck raus ist. So. Damit kann ich ein wenig was machen. So, du hast zwei Aktionen, bist dran. Ich habe nur eine. Ich habe... Das neutralisiert sich. 2, 4, 5 Setzlinge. Ich habe 6, 7, 9 Sonnen, die neutralisieren sich. Ich habe 4 Wasser. Ich glaube, ich sollte löschen. Okay. Und wie viele Setzlinge habe ich nochmal? 2, 4. 6. Nein. 2, 4, 5. Ich habe so viel Sonnen. Was könnte ich mir denn für 9 Sonnen holen? 9 Sonnen? Ja. Ich glaube tatsächlich, das ist jetzt. Der Wasserbüffel und der Flamingo. Ja, ich glaube aber, das bringt mir eigentlich nicht so viel. Ich hole mir für die 5 Setzlinge den Baum. Okay. Und ich gehe wieder auf Wasser. Mhm. Gut. Dann wird bei mir nur eine Aktion möglich sein und das bringt mir bei 3, 7 Sonnen. Setzlinge habe ich zu wenige, das sind nur 3. Ja, ich könnte auch 3 Setzlinge. 7 Sonnen hieße, ich könnte mir hier vorne leider nicht den Dachs. Die Taube ist aber ein Einzelgängertier. Der Wasserbüffel. Nee, irgendwie nicht so richtig. Aber mit meinen 3 Setzlingen kann ich doch wenigstens noch ein Bäumchen kaufen. Und ich werde mir dort diesen Baum kaufen. Der bringt mir noch ein zusätzliches Wasser für die Zukunft. Und wenn ich die Spalte hier komplettiere, dann bekomme ich noch ein weiteres Wasser. Okay, aber das war meine eine Aktion. Mehr ging leider nicht. So, Schaden entsteht kein neuer. Neues Feuer kommt hierüber auch nicht hinzu, aber dann kommt auf jeden Fall ein Standard-Zweierfeuer dazu. Und wir legen wieder los, der Startspielermarker wechselt. Genau. Ich muss nur einmischen. Und ich belasse das dabei. Du musst dann schauen, dass du dir ein Fragment organisierst, ne? Genau. Das hieße zwei Schritte. Aber ich kann nur einen Schritt machen. Ja. Aber vielleicht ist es auch nicht so schlecht. Ich will 2 Aktionen machen. Ich check mal gerade, ob ihr das so sehen könnt. Die Reihenfolge der Karten spielt keine Rolle. Das sieht doch gut aus. Bis hierhin lassen wir es. So, ich bin dran. Ich könnte löschen, das wäre kein Problem. Wir schauen mal, was wir noch machen können. 3, 4, minus 2 sind schon 2, plus 2 sind immer noch 4 Sonnen. 4 Sonnen. Wasser haben wir genug. Setzlinge. 1. Der wird wieder weg. 2, 4 Setzlinge. Jo. Für 4 Setzlinge nehme ich mir ein Bäumchen. Komplettiere diese Spalte und habe damit auf jeden Fall hier schon mal 4 Wasser liegen. Und als zweite Aktion lösche ich das Zweierfeuer. Du bist dran. Das hat mir das jetzt vereinfacht. Ich werde mich einmal bewegen. Darf damit einmal für Sonnen mir ein Tier beschaffen. Ja.
Ich habe 4, 6 Sonnen. Für euch, das ist eine Bonusaktion, die zählt nicht zu den zwei Aktionen, die Nira hier durchführen darf. Und sie muss auch jetzt nicht darauf achten, dass sie nicht noch beim nächsten Mal nochmal kauft. Sie darf diese Aktion auch zweimal jetzt ausführen. Für die 6 Sonnen hole ich mir, glaube ich, das Flamingo oder den Wolf. Ja, der Wolf würde mir natürlich helfen. Nee, den, was ist das, Kranich? Geht auch. Oder den Wasserwürfel, der ist auch stark. Ja, der Wasserwürfel ist, glaube ich, ganz gut. Was ausgeglichener. So. Das war deine erste Aktion. Genau. Und ich glaube, jetzt hole ich mir für 3 Setzlinge den Wasserbaum. Das heißt, jetzt habe ich hier auch immer 2 Wasser auf jeden Fall liegen. Ja, sehr gut. Okay. Schaden entsteht keiner, aber es kommt ein Dreierfeuer hinzu. Die Auslage wird vervollständigt mit dem Nashorn. Das Einhorn. Unsere Auslage kommt in die Ablage. Der Startspielermarker wechselt und wir legen wieder los. Der Feuerwaran. Aus dem Moment kein Fragment. Das belasse ich dabei. Das belässt du dabei. Ich lasse es, glaube ich. Ach, ich ziehe noch eine. Eine Blume, die hilft mir nicht wirklich. Ich ziehe noch eine. Jawohl, jetzt lasse ich es. Jetzt muss ich mich ja eigentlich. Moment mal, der Feuerwaran. Ich kann ihn ja jetzt eh nicht. Nein, der hat dich jetzt nur blockiert, indem du jetzt nur nur 2 Aktionen zwar machen darfst, aber eben das Risiko hast, wenn du nachgezogen hättest. Ich glaube, noch bewege ich mich nicht. Moment mal. Doch, muss ich. Nein, muss ich nicht. Genau. 5, 6, 7. Was könnte ich mir für 7 holen? Nein. 5, 6, 7, 8, 9. Ich bin ja dämlich, ich habe hier ja noch 2 Sonnen. Da hast du noch 2 Sonnen liegen, richtig. 9. Das heißt, ich könnte mir den Dachs holen. Du kannst dir für 8 den Dachs holen, richtig. Das werde oder ich für 6 das Nashorn. Ich werde mir für 8 den Dachs holen. Jawohl. Oder für 6 das Nashorn, das ist auch gut. Du hast 9 Sonnen, dann kannst du für 6 das Nashorn und für 3 das Flamingo zum genau. Beispiel nehmen. Den Flamingo. Den Flamingo, das Flamingo? Schreib es in die Kommentare. Das ist kein Gegenstand. Das ist aber das Nashorn. Das stimmt. Die Flamingo-Dame. genau. Und jetzt darf ich noch eine Aktion machen. Und zwar werde ich mit den 4 Wasser, die ich habe, das Feuer löschen. Jawohl. So, damit bleibt mir nichts zum Löschen übrig. Ich habe aber 2 Aktionen. Was haben wir denn? Wir haben 1, 2, 3 Setzlinge und wir haben 3, 6, 8 Sonnen. Das klingt doch nach einem Plan. Wir kaufen uns für 3 Setzlinge dieses Bäumchen hier, legen den hier an. Und ihr seht das übrigens, wir haben immer orthogonal zueinander angelegt. Man darf nicht diagonal anlegen. Das habe ich eben, glaube ich, vergessen zu erwähnen. Sollte aber eingängig sein. Lege ich hier an. Jetzt habe ich aber sogar noch eine Sonne mehr. Die zählt sofort. Das heißt, ich habe 1 und die 8 sind 9 Sonnen. Für 9 Sonnen möchte ich auch ein Tier kaufen. Und zwar hole ich mir dafür den Dachs. Das war klar. So, Schaden entsteht keiner. Aber hier kommen Feuer hinzu. Nämlich ein 2er und 2 3er Feuer. Ja, das wird... Das wird sehr sportlich. Viel. Biber. Hier liegt eine, Moment mal, was war das, was ich eben hatte? War das denn auch ein Biber? Ich weiß gar hier, nicht. Hier, das hier. Murmeltier oder so. Ja. Sind leider nicht beschriftet, aber zum Glück auf jeden Fall. Die Sprachneutralität hilft an dieser Stelle. Es sind einfach schöne Tiere, sehr schön gezeichnet. Okay. Damit
haben wir den Startspielermarker, den wir wechseln müssen. Die Auslage kommt weg. Und es geht wieder los. Oh. Zwei, ich muss wieder mischen. Ich auch. Und dabei bleibt es dann auch erstmal. Was habe ich denn hier? 3, 4, 5, 6, 8 Feuer habe ich auf jeden Fall schon mal. Das ist doch schon mal gut. Moment, den Startspielermarker hast du gewechselt. Ja, ich fange jetzt an. Okay, ich bin dran. Wir haben 2, 3 Kreissymbole. Wir haben 1, 3, 4, 5. 7, 8, 9 Feuer, 9 Wasser. Wir haben 2 Setzlinge. 2 Setzlinge. Und wir haben 3 Sonnen. Für die 3 Sonnen liegt da für mich kein spannendes Tier, wobei der Biber hier auch interessant ist. Aber wir machen das. Wir nehmen diesen Biber für 3 Sonnen. Das ist die erste Aktion. Und die zweite Aktion ist, für 9 Wasser löschen wir alle 8 Feuer hier. Das heißt, du hast schon... Und wir schauen mal. Wir sind ja jetzt noch nicht ganz, weil Nira noch dran ist. Aber meine Aktionen sind beendet. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Feuermarker schon hier liegen. Das kann sehr eng werden. Wir werden sehen, ob ich weiterkomme. Du bist dran. Für 2 Aktionen. 3, 6... Setzlinge werde ich mir diesen Baum holen. Ja. Nee, hier. Ist egal. Eigentlich. Das war. Warte, mit 4. Du hast 4 Sonnen. Die liegen hier. Ja, ich weiß. Löschen kann ich nicht. Richtig. Ich glaube, ich belasse es bei dieser einen Aktion. Ich möchte mir kein weiteres Tier holen. Alles klar. Gut, damit kommt ein Zweierfeuer dazu. Die Auslage wird ergänzt. Da kommt das Axolotl. Startspielermarker wechselt. Nicht gut. Es geht wieder weiter. Tada. Ich lasse das einfach mal so stehen. Ich auch. Okay. Du bist dran. Ich habe 4, 5, 10, 12 Sonnen. Wow. 1, 2, 3, 4, 5 Setzlinge. 3 Bewegungen. Drei Bewegungen bringen dir noch ein Fragment. Ich hole mir für die 12 Sonnen. Das Chamäleon. Das Chamäleon. Sehr gut. Und ich lösche. Alles klar. Ich kann nicht das Feuer ja nicht bekommen lassen. Habe ich mir schon fast gedacht. Das hat mich jetzt aber eingeschränkt, weil ich kein Fragment habe und der Feuerwagen gleich wieder kommen wird. Ich habe 3, 5, 6 Sonnen und 1, 2, 3 Setzlinge. Ja, für die 3 Setzlinge hole ich mir den Baum, den habe ich dann zwar doppelt, der mir noch eine Sonne gibt. Das Plättchen kommt jetzt hier in die Ecke. Das gibt mir jetzt die Möglichkeit als Bonusaktion, das war ja erst meine erste Aktion, als Bonusaktion noch ein Tier anzulocken, und zwar mit 3 Sonnen extra. Das sind 3... 4, 5, 7,
10. Jetzt kann ich für 10 Sonnen ein Tier anlocken. Und da nehme ich doch einfach mal den Flussdelfin. Das war meine erste Aktion. Und die zweite Aktion, jetzt kann ich immer noch nicht löschen, ich muss aber jetzt auch was anderes machen als das Setzling, als das Baum kaufen oder Baumpflanzen. Jetzt kann ich nur Tiere anlocken und das sind jetzt nur 5, 6, 7 Sonnen. Und für 7 Sonnen nehme ich Nick Kranich. Mhm. So, das waren meine zwei Aktionen. Schaden entsteht keine, aber es kommt richtig viel Feuer hinzu, das weiß ich. Na. Jetzt haben wir hier 11 Feuerpunkte schon liegen. Das ist viel. Das ist viel. Der Starspielermarker wechselt. Ja. Die Auslage kommt weg. Ich habe das bemerkt, was ich auch machen kann. 1, 2, 3, 4. Und da ist der Feuerwaran. Der mich jetzt blockiert. Und ich muss schauen, dass ich möglichst auf viel Wasser komme. Und ich möchte sogar noch weiter auslegen. Das heißt, jetzt muss ich checken. Ich habe ja hier 4 Wasser liegen. Hier habe ich nochmal 4 und da liegen 3. Ich kann alles löschen. Ich lasse es. Der Startspielermarker wechselt? Habe ich. Hast du schon gewechselt? Ja, ich habe gerade jetzt die letzten Aktionen gemacht. Und jetzt fange ich an. Ja, du hast gewonnen. Na, wunderbar. Ich glaube, es sieht so aus. Wir schauen mal. Es müsste jetzt schnell gehen. Es ist fast egal, was ich als nächste Aktion tue. Meine letzte wird löschen sein. Ich gucke mal bei den Bäumen. 2, 3, 5, 7 Setzlinge. Jo. Ich werde... Ich werde für 7 Setzlinge... Was habe ich denn an Sonnen? 3... 4, 2, 4, 7, 8, 9, 10 Sonnen habe ich. Naja, für 7 Setzlinge kann ich mir hier noch einen Baum holen. Pflanze den hier. Und jetzt lösche ich. Ich habe 4. Und dort 3 und hier nochmal 4 Wasser liegen. Da kann ich alle Feuer und damit hast du löschen. Und damit habe ich in der Summe 2, 4, 6, 8, 10, 12 Feuermarker. Und die Frage ist nur, ob du mich jetzt zum Beispiel überholen kannst, um mir einen Feuermarker zu klauen. Das hätte ich eben machen sollen. Ich hätte mich eben bewegen sollen. Mhm. Ich habe auch dumm gespielt, ich hätte den Baum nach hier pflanzen sollen. Um dir 2 Fragmente zu holen. Genau. Ja. Das hatte ich übersehen. Schau mal, was du jetzt noch tun kannst. Nicht viel. Ich könnte mir Tiere holen, die mir erst in der nächsten Runde was bringen würden, die nicht mehr stattfindet. Ja. Löschen kann ich nicht. Ich kann mich um einen Schritt bewegen. Das bringt dir noch ein Fragment, ja. Ja, das mache ich. Und sonst kann ich mir jetzt halt nur Tiere holen. Für 10, 12 Sonnen, ne? Ja. Kann man mit 12 Sonnen auch gewinnen. 2, 6, 8, 10, 12 Sonnen. Ja. Für 12 Sonnen ist natürlich hier die Gottesanbeterin oder der Schneeleopard. So. Aber jetzt ist die Aktionsphase zu Ende. Wir checken die Siegbedingungen. Und bei mir seht ihr hier links in der Ecke in der Summe 12 Feuersymbole liegen. Damit hast das du das heißt, erste Mal gegen mich ich habe gewonnen. Das Spiel tatsächlich zum allerersten Mal gewonnen. Und es ist auch das erste Mal, dass wir ein Spiel über die Feuermarker entscheiden. Genau, sonst habe ich immer mit den Blumen gewonnen. Wir haben eben gerade vor dieser Partie bereits eine erste Partie gespielt, die wir versucht haben aufzunehmen. Da ist die Aufnahme leider gescheitert. Und da hatte ich wieder gewonnen. Da hat Nira aber gewonnen und wieder über die heiligen Blumen, in dem sie da 12 Stück liegen hatte. Und auch in unseren anderen Partien hat Nira immer über die heiligen Blumen gewonnen. Die seht ihr hier. Jetzt heute hat sie das ohne die Hilfe von dieser Karte, von dieser Promokarte von Heiligen Sanki geschafft, der einem 5 Blumen gibt. Eben hat sie es ohne diese Karte auch zu 13 Blumen geschafft. Genau. Diesmal habe ich jetzt über die
Feuermarke gewonnen, was mich umso mehr freut. Dann sei froh, dass diese Aufnahme die letzte nicht funktioniert hat. So ist es, bin ich auch. Und das war, hoffe ich, ein erster Eindruck für... gibst du mir bitte mal das Cover? Ein erster Eindruck, ein schöner Eindruck für euch zum Spiel Living Forest zu zweit. Es gibt auf Boardgame Geek einen Solo-Modus, den schaue ich mir nochmal an und werde den dann auch präsentieren. Und das müsste es gewesen sein. Wie gesagt, ein wunderschön gestaltetes Spiel. Nichts Komplexes, nichts Hochkompliziertes. Relativ einfache Regeln. Ein bisschen Rondell, ein bisschen Deckbuilding, ein bisschen Tableau-Building, ein bisschen Set-Collection. Es ist von allem ein bisschen was dabei. Lässt sich ganz entspannt runterspielen. Wir werden es, ich glaube, übernächste Woche mal zu viert ausprobieren. Ja. Dann bekommen wir wieder von unserer Stammspielerunde Besuch. Und dann werden wir euch auch davon berichten. Das war's fürs erste Mal Living Forest. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst mir gerne ein Abo und ein Like unten drunter. Und bleibt gesund. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin, eure Ira und euer Spartacus. Tschüss. Tschüss.